Was für mich jetzt mal ganz wichtig ist zu verstehen, ja, wie ist bei euch die Küche aufgebaut, gerätetechnisch? Gehen alle Flammen? Nein, die drei funktionieren und die funktioniert, der Rest funktioniert nicht. Okay, was ist hiermit? Der funktioniert gar nicht. Was ist damit? Der ist undicht, das wurde mir schon gesagt. Der verliert Kühlflüssigkeit und der wird jetzt vielleicht noch so ein paar Monate laufen und dann wird er aber auch wieder hinüber sein. Und die Spülmaschine, ja, haben wir mindestens schon viermal reparieren lassen. Ja. Also, was ich gesehen habe, war ein abgefucktes Küchendesaster. Ich habe sofort gesehen, das sind Geräte, die sind 20, 30 Jahre alt. Komplett fettverschmiert, Lüftung, die mich schon angeschrien haben, ich kann nicht mehr atmen. Die ganzen Kühlgeräte, keins davon funktioniert unter Normaltemperatur. Das bedeutet, die ganzen Lebensmittel verrecken. Das ist so, als müsstest du mit dem Auto ein Rennen fahren, was noch einen Reifen hat und einen halben Motor. Wie soll das gehen? Wie soll das hier funktionieren? Das heißt, wir haben ja eigentlich Küchengeräte technisch nahezu einen Totalschaden. Ja. Das ist unsere Küche. So eine Küche jetzt hier neu zu machen, da sind wir direkt, und zwar ohne zu zucken, bei 60.000, 70.000 Euro. Das könnt ihr nicht stemmen, da kann ich aber auch nicht wirklich schlussendlich helfen, sondern da müssen wir gucken, dass wir mit den Mitteln, die wir zur Verfügung haben, was basteln, was funktioniert. Ne? Ja, ja. Boah.